Denn ich finde, wir verlieren immer zu schnell an Leben. Das ist so besser, denke ich mal. So. Am Ende werden sie dich dazu Ah, zwingen. da steht das Spiel wieder. Uncool, ohne Ende. Diesmal kann man es nicht auf den heißen Laptop schieben, auch wenn er schon wieder ein bisschen warm ist, aber heiß ist er noch nicht. Hey Grompel, ich habe mit Umbrak geredet. Umbrak schickt mich, den Rebellen Anok zu töten. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dich mit einer so schwierigen Aufgabe betraut. Ja, tatsächlich. Ich habe ja auch lang genug dafür geackert, würde ich sagen, ne? Wo soll ich nach den Rebellen suchen? Ich kann dir nicht sagen, wo die Rebellen sich verstecken, aber ich kann dir sagen, aus welcher Richtung sie uns immer angegriffen haben. Ja. Warum sucht ihr nicht selbst nach Anok? Die Sklavenlager da draußen müssen bewacht werden. Viele Sklaven bedeuten auch viel Ärger. Wir können hier keinen Mann entbehren. Sperrt sie doch alle in ein Haus ein und dann stellt ihr eine Wache davor, die dann immer mal mit einem Speer so reinpiekst oder sowas. Lehre mich dein Wissen. Nun, da du hier kein Unbekannter mehr bist, werde ich einen Teil der Kunst der Schamanen an dich weitergeben. Nutze das Wissen zur Verteidigung der Stadt, Mora. Klar, für nichts anderes. So, was können wir denn von dir lernen, Schönes? Bring mir etwas über alte Magie bei. Gucken wir mal. Robenschutz, Stabkampf, Umgang mit dem Stab, magische Stäbe, altes Wissen. Ja, das ist ja jetzt alles nicht so. Bring mir was über Alchemie bei. Was können wir hier lernen? Permanente Tränke ist sehr schön, aber ich will ja eh nicht so auf Alchemie gehen. Und es ist garantiert sowieso noch von den Voraussetzungen her, müssten wir garantiert noch einiges an Alchemie lernen, um das zu können, denke ich mal so. Vergiftete Waffen finde ich auch, das ist zwar an sich ein ganz nettes Gimmick, was dann vor allen Dingen auch von den Assassinen genutzt wird in der Wüste. Die haben immer vergiftete Klingen. Aber ich finde irgendwie, es bringt nicht so viel, weil das Problem ist halt, man schlägt ja sowieso so lange auf seinen Gegner ein, bis der tot umfällt. Und so lange kann das Gift, also in der Zeit kann das Gift gar keine Wirkung so richtig entfalten. Deswegen finde ich das zwar ganz witzig, aber nicht so effektiv. Mana-Tränke brauchen wir nicht, wir sind Krieger. Also alles nicht so nützlich. Zeig mir deine Ware. Guck mal nochmal, ob der hier irgendwas Neues hat. Nö, hier ist immer noch bloß irgendwelche Spruchrollen. Ah ne, Trankrezepte. Gut, dann können wir jetzt nämlich mal hier das angehen. Die Sache ist nämlich, wir haben ja den Auftrag gekriegt von Zapotec, den guten Grompel umzubringen. Moment, ich speichere nochmal. Und die einzige Möglichkeit, Grompel umzubringen, ohne dabei von irgendwelchen Wachen gesehen zu werden, ist, wenn wir ihn aus der Stadt herauslocken. Und dazu gibt es genau eine Möglichkeit in diesem Spiel. Und die finden wir jetzt. Zeig mir den Weg zu den Rebellen. Na gut, folge mir. Sehr gern. Grompel kennt den Weg zu den Rebellen am Pass nach Hautmar. Gehst du los? Sehr schön. Ich finde die Roben irgendwie lustig von den Schamanen. Sehen aus wie ein weiches, wie eine weiße Eichel von hinten sehen sie aus. Also mich erinnert das zumindest an eine Eichel. Diese Form von diesem Schulterpolster-Dingens da. Wisst schon, was ich meine. Von dort oben aus dem Wald werden uns die Rebellen immer Das war total Ich hilfreich. vermute, dass sie sich irgendwo da unten versteckt Hat halten. aber immerhin 1000 Erfahrung gegeben. Du wirst es brauchen. Ja, tatsächlich. Werde ich. Gut. So, dann kümmern wir uns mal um den guten Grompel. Tut mir leid, mein Freund. Aber du hättest es sehen müssen. Ah, und er hat auch einen Teleportstein nach Silden. Sehr interessant. Sorry, Grompel. Es muss sein. Und das gibt Ruf bei den Assassinen, finde ich auch sehr interessant. Wir haben den Stadtschamanen Grompel getötet. Und dann wollen wir mal bei Zapotec vorbeischauen, ob der nicht irgendeine Belohnung für uns hat. Und was macht der Ork hier eigentlich? Ork? Was tust du hier? Halt! Irgendein Mora bringt unsere Leute um. Was? Weißt du etwas darüber? Nein. Nein. Wir beobachten dich. Macht das! Ich bringe keine Leute um. Kann man jemand den Schamanen da hinten wegräumen? Ja, ich bring doch keine Orks um, also bitte. Wer macht denn sowas? Welches verachtenswerte Individuum bringt den Orks um? Ne, Zapotec? Oder welches verachtenswerte Individuum gibt Mordaufträge für Orks? Grompel, der Stadtschamane, ist tot. Der
Das ist großartig. Das lasse ich mir was kosten, Kleiner. Na, das möchte auch sein. Was 1000 Gold bloß? Das ist ja nix. Wirst du jetzt Umrak herausfordern? Worauf du dich verlassen kannst. Aber erst muss ich das Ding mit den Sklaven hier regeln. Schon klar. Super, super. So, haben wir das erledigt? Dann haben wir jetzt ein Quest weniger auf unserer Liste. Dann können wir... Ja, wir müssen dem Jäger noch den Erlös vorbeibringen. Ich weiß aber nicht mehr, wo die Jägerhütte war, ehrlich gesagt. Rebellenanführer. Ja, das müssen wir machen. Quadius jagt nach einem neuen Sklaven für Silben. Gut, gut, gut. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Jägerhütte, wenn ich denn herausfinde, in welche Richtung die lag. Was ich nicht tue. So, doch, Moment. Der Dingens, der kam von hier. Der kleine Jäger. Ging dann mit uns da lang, glaube ich, oder? Hier beim Krumpel. Genau, ich glaube schon. Ein paar Frames mehr wären geil. Hallo! Spiel, lauf flüssiger. Nix bringt ja was. Ich glaube, mein Lüfter ist echt total verstopft. Oder müssen wir da lang? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ne, wir müssen nach Nordwesten, glaube ich. Jetzt laufen wir nach Nordosten. Egal, dann stellen wir uns jetzt erstmal hier den Wildschwein. Und dann... Danach gehen wir auf die Rebellen los. So. Wildschweinbraten für heute Abend. So, haben wir das? Wunderbar. Ja, dann machen wir jetzt erstmal Anokblatt, würde ich denken. Und kümmern uns dann im Anschluss darum, denen das Gold vorbeizubringen. Denn wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann wäre es ja jetzt sinnlos, wenn wir jetzt erst den Umweg laufen. Finde ich. Aber ich speichere mal. Denn man weiß ja nie. So, Sonnenkraut. Sehr schön. Klingt irgendwie so gefährlich hier mit dem Getrommel. Ach, halt. Können wir... Ach, wir bringen die ja sowieso um, oder? Komm, ich speichere mal. Ich will eigentlich auch gar nicht mit Anok großartig reden. Denn ich will nicht für Anok arbeiten. Hallo? Weg mit der Brille, oder? Ja, ja, ja. Ah, da, da, da. So, ist denn Anok hier mit dabei? Ich weiß es gar nicht. Uncool. So, drauf auf die Sau. So, bringen wir mal einen um. Hallo, umbringen. So. Schnell den Trank trinken. So. Nee, Anok war ja noch nicht mit dabei. Wir sprechen uns noch. So, drauf, immer drauf, immer drauf. Scheiße, das ist jetzt schlecht. Ja, komm, ist gut. Ich wollte gerade sagen, die Frame-Einbrüche sind ein bisschen schlecht gerade, aber ging ja noch alles gut. So. Da löschen wir mal ein paar Leben aus hier unter den Rebellen. Das scheint aber noch nicht das Lager zu sein, das ich säubern sollte, glaube ich. So, alles schön. Da kriegen wir ja auch ein bisschen Geld rein, wenn wir hier die ganzen Waffen so mitnehmen, ne? Ein paar Heilpflanzen kann auch nicht schaden. Mal schauen, was die Rebellen so in ihren Truhen horten. Ach, schön. Ein paar Zauber. Die bringen alle ein bisschen Geld. Das ist gut. Das ist gut. Geld kann man nie genug haben. Wenn man die großen Rüstungen sich kaufen will, die schweren, dann braucht man immer ein bisschen Geld. So. Der müde Rebell. Ach, der hat auch bloß den Standardkram. Warum heißt er denn müder Rebell? Was ist denn an dem so besonders? Hätten wir von dem irgendeinen Quest gekriegt oder so? Egal. So, dann stopfen wir uns nochmal hier kurz was Kleines rein. Ein Stück gebratenes Fleisch. Und noch ein paar Stück Brot dahinter. Ein paar Stück Brot dahinter. Ein Stück Brot dahinter. Brot. Jawohl, sehr gut. Und dann nehmen wir noch die Truhe dort aus. Und dann speichern wir erstmal, würde ich sagen. Ja, Standardkram, nichts Besonderes. Habe ich jetzt aber auch nicht unbedingt erwartet.
Da fällt mir gerade ein, ich wollte euch noch was zeigen. Bevor ich das mache, speichere ich aber erstmal. Denn ich weiß noch, früher gab es dabei immer Fehler im Spiel. Und falls der Fehler auftritt, dann lade ich lieber. Hier. Der Druidenstein des Varans. Freunde, wir verwandeln uns in einen Varan. Oh! Ist das nicht süß? Wir können zurückweichen. Denn wir können ja nicht abwehren, deswegen können wir zurückweichen. Ich finde das knuffig. So, dann gehen wir mal, ne? Ich weiß gar nicht, wie man sich zurückverwandeln kann. Wie ging das? Kann mir jemand sagen, wie man sich zurückverwandelt? Ich weiß es nicht mehr. Ach, sieh mal einer an. Hallo, ihr Kleinen. Ja, eins von den bösen Viechern. Nicht mit Pfeilen, das ist gemein. Komm, dann machen wir den so platt. Aua, das ist ja unfair. Stirb, stirb, stirb. Und der nächste. Ihr habt keine Chance gegen mich, es sei denn, ich verwandle mich zurück. Nein, 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 nicht. Ach, ich wollte mich doch gar nicht nochmal verwandeln. So ein Mist. Na gut, dann muss es halt sein. Unser Freund ist wenigstens nicht schnell genug, um mit seinem blöden Speer zuzuhauen. So, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt würde ich mich nur gern zurückverwandeln. Das wäre sehr geil. Ich weiß bloß nicht wie. Kann mir das jemand sagen? Oder ist das wirklich bloß hier zeitlich begrenzt? Das wäre irgendwie sau uncool. Warum steht das Bild? Das finde ich nicht cool. Ich bin eine Hexe. Nom 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 nom. Wo sind meine Leichen? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Und ich schleiche durch das Geäst. Oh, da ist. Nee, da gehen wir nicht hin. Nee, gegen Ripper kämpfe ich nicht. Nee. Nicht in dem Zustand. Ach hier. Oh ja, sehr gut. Da haben wir es geschafft. Wir sind wieder ein Mensch. Und ich nehme jetzt mal diesen blöden Stein hier runter von der Taste. Wie mache ich das am besten? Wie kann ich das denn wieder... Kann ich das so runternehmen? Nee. Weiß ich auch nicht. Ja, dann packen wir hier mal kurz die 0 drauf, denn da hinten da drücke ich sowieso nicht hin. Gut, und dann jetzt erstmal gebratenes Fleisch. War mal ein lustiges Experiment. Kann man mal machen, ist aber nicht sehr hilfreich. Ne, denkt ihr, seht ihr bestimmt auch so, denke ich mal. So. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt können wir die Kerle auch mal vor allem ausnehmen hier. Und wo habe ich denn die Ripper jetzt gesehen? Ich habe da irgendwo gerade Ripper gesehen. Den möchte ich mich auch noch stellen. Denn Ripper sind quasi Wildschweine in Hardcore. Also was heißt Hardcore? Die sind ein bisschen stärker, aber... Man muss es sich nicht unbedingt als schwächelnder Varan antun. So, wo ist denn der andere eigentlich? Ich habe doch 2 umgebracht. Ach, meine Orientierung ist auch das Letzte. Auf jeden Fall haben wir hier oben das Lager. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt hätte ich bloß noch gerne ein paar Rebellen, gegen die ich kämpfen kann. Ach, sieh mal einer an. Warum weckst du mich? Weil ich dich töten will. Komm! Komm, so, jetzt aber, hier. Ja, ist klar. Komm schon. Ja, ist ja nicht dein Ernst. Ich finde aber schön, der Kerl hier mit der dicken Rüstung, der fällt nicht einfach so um, ne? So, ist das denn hier Anok? Nee, das ist auch bloß irgendein Rebell. Ach scheiße, da habe ich vergessen, dass der am Boden liegt. Komm schon, dich kriegen wir auch noch. Was, durch den Schild durch oder was? So, Ruhe in der Kartonage und jetzt stirbt!
Erstmal den mit dem blöden Speer, der ist am nervigsten. Also wir sehen, wenn man eine dicke Rüstung hat, ist das nicht unbedingt... Ja, hier, ne, nix da. Hallo, könntest du mal... Meine Güte. Das war ja sowas von unpraktisch jetzt, mein Freund. Noch einer? Nee. Also wir haben gesehen, wenn man eine dicke Rüstung trägt, ist das nicht unbedingt hilfreich im Kampf, ne? Der ist überhaupt nicht umgefallen und deswegen konnten wir immer wieder auf ihn einhacken und da ist er schneller gestorben als alle anderen. So, Mensch, Eintopf, Lebensenergie plus 40%, das ist ja richtig schick. Da schlagen wir doch gern mal zu. Ein Stück Eintopf, ein Stück Schinken, dann noch ein Scavenger-Ei hinterher, das unglaublich viel bringt und dann noch ein Stück Brot. Und noch ein Stück Brot. Hallo, Brot. Und noch ein Stück Brot. Jawohl, sehr schön.